Komm jetzt. Hallo, Maya, du. Washington Post. Können Sie uns ein paar Fragen beantworten? Aber nur kurz, ja? Was haben Sie mit der Regierung besprochen? Ich habe mit der Bundesregierung besprochen, einen Kauf von Atom-U-Boot. Ich habe ein paar in Angebot, leider nicht voll manövrierfähig. Aber es geht dabei um den Reaktor. Aber die Bundesregierung hat abgelehnt. Es handelt sich um einen Reaktor mit verlängerter Restlaufzeit. Sonst noch Fragen? Welche Panzer verkaufen sich derzeit am besten? Im Moment ist Panzer Fennec sehr begehrt, wegen asymmetrischer Kriegsführung. Er hat eine eingebaute Fernsehkamera, ein sehr gutes Produkt. Vor allem die Holländer haben wunderbare Exemplare von ihm. Was sagen Sie zu dem Verschwinden von Menschenrechtsaktivisten? Schwierige Frage. Menschenrechtsaktivisten, wissen Sie? Menschenrechtsaktivisten wollen Veränderung. Aber Veränderung ist nicht akzeptabel. Deswegen ändert sich Gesundheit von Menschenrechtsaktivisten. Vielen Dank. In Punkten, die mir am Herzen gewachsen sind. Im Übrigen lebe ich von Krieg. Krieg ist meine Nahrung und darum habe ich immer große Angebote für alle Zeiten, für alle Orte. In diesem Hangar habe ich Überschalldrohne X-47B. Sie ist Grundlage für automatischen Krieg. Sie können sich an mein Facebook-Profil wenden und dort eine Bewerbungsunterlage zuschicken. Aber jetzt muss ich leider weiter, mein Flugzeug wartet mich. Es ist egal, welche Partei du deine Stimme gibst. Irgendwie kriegst du sowieso automatische Regierung.